Moin, Walter. Hallo Volker, guten Morgen. Hast du ausgeschlafen? Ja klar, schon Ja? lange, schon Bist lange. du richtig fit? Ja. Können wir uns ernsthaft Ja, über deine Texte unterhalten oder sollen wir wir machen so das, wir machen das. drüber reden, wie Dir du zuliebst. schreibst? Nee, mach wie du denkst. Danke. Ja, Walter. Deine Texte sind ja immer schwierig. Ja. Sie bringen allerdings mich als Leser immer wieder dazu nachzudenken, was könnte denn das bedeuten? Und das habe ich in Erinnerung von dir. Du schreibst etwas und du möchtest eigentlich gar nicht mitteilen, was der Leser denken soll, denn es sein wie er, was er denkt. Und deswegen lasse ich mich auf die Texte ein. Goethe ist einfacher. Mag sein. Er beschreibt und du hast oftmals für mich schockierende Bilder. Du hast oftmals eine sprunghafte Logik drin. Man erwartet auf einen weiteren Gedanken, aber es kommt ein ganz anderer Gedanke. Mir kam so dieses Wort rein, Springbock-Texte. Ja, oh, Ja? ja. Ich möchte es nur ein paar Sachen so ausdrücken, um Ja, aber da vorweg stimme zu ich. sagen, es ist schwierig, einen Text zu verfolgen, eine Geschichte rauszuwählen und vielleicht wäre es einfacher für mich gewesen, ich hätte diesen Text vorgelesen und dann mir Gedanken darüber gemacht, was es denn so ist. Heute wollten wir über das Atelierheft 20 20, ja. Schaumburg Schaumburg. miteinander sprechen. Du lachst bei Schaumburg. Was Ah bringt ja, dich zum aber Lachen? was gibt es zu lachen? Ja, es ist doch immer schön, wenn das fertig ist. Ach, Wenn es überstanden ist. wenn was fertig, wann? Ja. So, das sagst du selbst, wenn was überstanden ist. Darf ich anfangen mit Ja, dem klar. Illustrator? Ja, den können wir. Du hast Ja. einen Illustrator gefunden, der ist auch Aus ganz kurz beschrieben. Argentinien. Gabriel Buda. Ja. Ist das richtig ausgesprochen? Argentinien, nehme ich an. Ich Ah. habe nicht mit ihm gesprochen. Wir haben nur schriftlich miteinander. Ah, du kennst ihn gar nicht. Nein, Was nein, weißt du nein. denn über ihn? Ja, nur, dass er aus Argentinien ist, in Argentinien, Buenos Aires. Er zeichnet sehr gut. Also ich kenne seine Zeichnungen halt. Vor 2 Jahren etwa habe ich ihn mal gesehen im Internet und seit der Zeit gucke ich regelmäßig seine Zeichnungen. Und er scheint wohl Architekt zu sein und unterrichtet an einer Hochschule in Buenos Aires. Ist viel auf Reisen. Also ich weiß über ihn persönlich eigentlich sehr, sehr wenig. Ich kenne seine Arbeit kenne ich besser als ihn. Nun interessiert es mich natürlich, wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? Du hast Bilder gesehen, wahrscheinlich hast du ihn angeschrieben. Genau. Es gibt Was hat er Foren, es gibt geantwortet? Internetforen, in denen sich Zeichner treffen, ihre Arbeit zeigen und man kann dann halt Kontakt aufnehmen, wenn man das will. Ja, er war gleich begeistert für so eine Sache zu illustrieren. Was Schönes, weil es ja eine ganz kleine Edition ist. Ne? Man wird ja nicht berühmt, wenn man hier mitarbeitet. Und es gibt ja auch kein Honorar. Das ist ja eine, wie nennt man denn das, ehrenamtliche, idealistische Sache, das Projekt. Das ist ja kein gewerbliches Projekt. Und es ist immer schön, wenn halt Leute dann trotzdem bereit sind, das ernst nehmen und mitarbeiten. Es ist auch ganz geheimnisvoll, ich habe ihm den Text auf Deutsch geschickt und er muss sich den wohl in Argentinien übersetzt haben, mehr oder weniger. Also er muss eine gute Übersetzung gehabt haben, denn er hat ja wirklich die Geschichte so illustriert, wie sie ist. Ne? Die Personen, die Dinge auch, die Ereignisse, das ist ja alles richtig. Für dich kein Problem. Für den, der es liest, der hat Anschauungsunterricht, er muss beides gucken und dann kann sich einen besseren Reim Ich drauf machen. Da glaube, dass hast du recht. ich glaube, die Illustratoren, die ich bis jetzt hatte, das sind ja Künstler. Und die gehen da eher vom Gefühl dran. Und deswegen ist das auch gut und stimmig. Also ich denke nicht, dass die großartig überlegen, was hat das zu bedeuten, warum macht der das.
oder warum liegt da ein Schuh und warum ist dies und das. Das interessiert die, dieses Warum interessiert die alle nicht. Sondern nur das, was da passiert und was und ich an die Begeisterung, kriege. Die Begeisterung an den Bildern. Ne? Das ist vordergründig. Also der erste, die Motivation, der Beweggrund. Magst du ein paar Worte, ein paar kurze Sätze über den Inhalt sagen? Schwierig ist es insofern, weil es eine Geschichte ist, in der Vergangenheit und Zukunft parallel laufen, mhm. gleichzeitig ja. laufen. Und die reiben sich halt eben auch einander. Der Rothaarige ist schon 5 Jahre tot. Ja, und die Geschichte bewegt sich in zwei Richtungen. Einmal zurück und gleichzeitig ja. nach vorne. Und natürlich reibt sich das. Ne? Dann gibt es Funken. Zum Beispiel hat dieser Rothaarige dann rotes Haar. Ne? Das sind die Funken, warum sich das reibt. Die Ereignisse als solche, das ist ein Bahnhof, das ist ja. die Endstation. Das ist auch natürlich alles ein bisschen Ironie. Endstation, da kommt ein Reisender an, ein Mann, wie immer kommt da ein Mann an und dann geht er der Bahnhof ist noch besetzt, ist so ein kleines Häuschen, ne, so ein Verwaltungshäuschen, da hat er dann eine kurze Unterhaltung mit dem Mann, wo sich später herausstellt, dass der eigentlich schon tot ist. Er spricht mit ihm. Und dann geht er weg vom Bahnhof, geht in die Landschaft, da ist ein Hügel und auch gleichzeitig das Meer. Und, aber er ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr allein, da ist schon eine Frau bei ihm und die taucht auch aus der Vergangenheit auf einmal auf. Und dann bleibt er einige Zeit mit ihr auf diesem Hügel. Den Rest des Sommers bis, glaube ich, kommt Schnee, ich weiß es gar nicht mehr. Also er bleibt ein paar Wochen. Ja. Noch 3 Wochen. Und 3 Wochen. Währenddem er dann auf diesem Hügel ist, ist Nationalfeiertag und komischerweise wird da auch eine Veranstaltung an diesem Bahnhof gefeiert. Was das genau bedeutet und so weiter, das weiß man gar nicht so genau. Jedenfalls kommt dann in Begleitung eine berühmte Sängerin auf diesen Bahnhof. Und die singt wohl da auch. Und ja, das ist. Und dann vermischt sich das immer wieder. Ne? Die Vergangenheit, Zukunft, ja, ja. verschiedene Dinge passieren, wie das Leben so ist. Das wird schwierig, es wird kompliziert und komisch. Ne? Komisch, das finde ich auch. Mhm. Ja, aber das steht ja nicht, das Komische steht ja nicht für sich selbst. Sondern es sind ja immer Sinnbilder, weil das Leben uns sich so darbietet. Und wir sind ja. immer wieder auch unfreiwillig dann auch Komiker. Wir müssen da ja mitmachen. Gell? Verstehst du? Ein kleines Zitat. Ja. Nationalfeiertag. Hm. Eben also lief der Sonderzug ein. Aber nur Kleider stiegen aus und ließen sich ab neben den Schuhen. Ja. Ja, das ist doch schön. Da verbindet sich, ich hatte ja gesagt, Vergangenheit und Zukunft. Da trifft sich das, ne? Dass wir ein Ereignis hatten. Erst war von den Schuhen die Rede und man fragt sich, diese armen Schuhe, die liegen da ganz alleine. Ja. Und auf einmal stellt sich heraus, ach, da kommen die Kleider dazu. Das heißt also, natürlich hat man im ersten Moment den Eindruck, dass die Geschichte so in Splittern sich ereignet. Aber es gibt doch immer, wenn man lange genug liest, immer wieder Verbindungen, wo sich das zu einem ganzen Bild verknüpft. Und warum die Kleider? Weil man doch oft das Gefühl hat, man spricht, man hat mit jemandem zu tun und man sieht den Menschen gar nicht, ne? Sondern man hat das Gefühl, man redet mit seinen Kleidern, aber der Kerl selber, also da bist wo du, ist denn der? Da bist du bissig. Ja klar, aber ja auch nicht, weil ich böse bin, sondern weil das Leben es uns so, weil das Leben so ist, oder? Manchmal ist es so. Ja. Und das ist gerade das Spannende, das Perverse möchte ich jetzt nicht sagen, das ist wirklich Komische. Wo ist denn der Nationalfeiertag? Das weißt du auch. Das ist eine Parodie. Auf wen? Das ist
ja, auf das Nationale überhaupt und dieses sich feiern und diese Eventkultur und dieses Halligalli-Zeugs. Ne? Die Landschaft schluckt den Mensch. Aber er ist ja nicht böse. Wortwörtlich das, es ist ja nur bildlich gemeint. Richtig. Das sind auch Parodien, das ist Komik in der Komik. Das ist auch ja, das ist wie mit dem Märchen. Oft man, das ist ja gar nicht wirklich, das ist ja nur ein Film oder das ist ja nur eine Geschichte. Ja, ja. So versucht man sich, wenn es ganz böse wird, zu trösten. Und so ist das auch hier, dass etwas ganz Böses behauptet wird, etwas ganz Schlimmes, die Landschaft schluckt den Menschen. Und dass man es dann wieder zurücknimmt und sagt, es ist ja nur ein Bild. Ne? Das, verstehst du? Es ist nur ein Bild. Es könnte eine Anweisung an einen Filmemacher sein. Ja, ja, jetzt ja, mach mal, setz mal das um. Mhm. Da hatte ich jetzt lange nachdenken müssen. Wie ein Liebespaar hingen die leeren Ärmel des Mantels. Wie ein Liebespaar. Mhm. Taub. Blind. Liebespaar? Und blind? Verstehst du das? Ach, das geht mir doch als alter Herr zu, dass ich mich ein bisschen lustig mache über die Liebe, oder? Okay. Du machst dich als alter Herr lustig. Ach ja, das ja. Ist doch oft so, dass einen die Liebe blind macht und taub macht und das steht ja auch nicht für sich, das ist bestimmt doch auch im Zusammenhang. Ja, ja, wirklich. So, greif jetzt mal so merkwürdige Sätze heraus. Und ja, es geht ja das sind so die Sachen, die ich so spannend finde, weil was du jetzt gedacht hast, durch längeres Nachdenken bin ich auch darauf gekommen, wie du es gesagt hast. Deswegen finde ich das so als Bestätigung ganz schön. Man hielt das Mikrofon in die Schuhe. Ja, ja. Manchmal wäre es besser, statt das Mikrofon einem Menschen vor das Maul zu halten. Genau, man hielt das Mikrofon in die Schuhe. Das ist surreal und gleichzeitig ist es aber auch wiederum Satire. Ne? Blaubeeren und Oliven. Ja. Kontrastprogramm, ne? Ja, aber wirklich, ne? Ja, Blaubeeren. Wo warst du denn Gedanken bei den Blaubeeren? Ist das Nordische und Oliven ist das Südländische. Es geht hier ja auch, das ist ja sehr nordisch, aber trotzdem ist es doch immer sehr sehnsuchtsvoll. Das heißt, so die Sehnsucht nach Italien, nach dem Zitronen, das spielt ja hier eine Rolle. Wir betrachten den Süden als Sehnsucht. Genau. Und verdammen ihn, weil die Leute faul sind. Genau. Aber selbst wenn wir auch mal ein bisschen fauler werden. Es geht doch da auch um den Olivenkrug. Da wird doch Olivenkrug und dann dieser Korb, auch komplementär. Ja, ne? Ja. Der Olivenkrug ist halt das Gefäß des Südens und der Weidenkorb ist der Korb des Nordens. Das wird auch beides doch, wird doch erzählt. Ne? Wobei der Weidenkorb, da denkt man automatisch an Moses oder ein Film. Auch, ist auch schön. Die kommt das ist aber Süden wieder. Dann, ja, ja, ägyptisch. Aber dann kommt Panama ins Spiel. Ja, ja. Und das ist natürlich eine wunderschöne Erinnerung. Mhm. An was für dich? Das ist auch nochmal als Parodie. Weil gleich kommt ja dieser Nationalfeiertag, es kommt dieses Fest am Bahnhof und da kommt natürlich einer mit einem Panama-Hut. Das ist eigentlich auch nur ein Kniff oder ein Trick, um das Ganze noch mal so ein bisschen aufzublustern. Also den Tiger und einen Bär reisen in Kanada hast du nicht gedacht? Nee. Und an Panama Papers auch nicht? Mm-mm. Schade. Mm-mm. Man kann nicht an alles denken. Nee, geht nicht. Aber es kommt du manchmal Politisches hinein? Bei Nationalfeiertag, da kam mir das so vor, so dieses auf den Arm nehmen von etwas Nationalistisches. Klar, klar, das ist hier schon so. Wobei ich das aber bewusst
sehr versteckt mache, weil das ja viele so offensichtlich machen. Ich will ja kein politisches Kabarett machen. Ne? Ich verkleide das schon. Wenn man das hineininterpretieren würde, das wärst du nicht böse. Nicht, nee, im Gegenteil. Okay. Ave Maria. Nein, nein, nicht. Sie heißt Vera. Richtig. Mir ist ein wunderbarer Satz. Das Meer zog der Kiefer die Schuhe aus. Ja, ja. Das war die Tatsache. Und der Leuchtturm war die andere. Richtig. Ich will dir nochmal damit bestätigen, wie lustig solche einzelnen Sätze für mich waren. Und ich möchte so zwischendurch sagen, dieser Text verdient es im Grunde genommen, mehrmals langsam gelesen zu werden, ja, ja, bis ja. man einsteigt und bis man diese Vielschichtigkeit auch in sich aufnehmen kann, dann ist es nicht mehr so blöd. Ja, stimme ich dir zu. Ja. Der Friedhof der Heimatlosen. Ja. Das ist nur eine Beule in der Hose. Die Heimathose. Wunderbar ausgedrückt. Es war nur ein Gehirn mit seitlichen Auswüchsen, was da schwebte. Das sind so diese ganz bösenden und schockierenden Bilder. Was treibt dich dazu? Ja, wenn du den Tag erlebst, es gibt doch ständig Dinge, die dich wütend machen. Und Kunst machen, jetzt in dem Sinne schreiben, ist ja auch ein Verarbeiten von diesem Alltagsärger oder existenziellen Ärger oder auch Wut, die man hat, je nachdem. Und indem ich das ausspreche, ist das natürlich zweierlei. Das ist eine Befreiung für mich. Und gleichzeitig ist es ein Weitergeben an Botschaft, Information. Also die Wut, die man jeden Tag doch selber in sich spürt, erlebt, wenn man dem Leben so zuschaut. Also denk mal dran, was du in der Tagesschau siehst. Ich gucke gar nicht Fernsehen. Im Grunde genommen ist es das, was du siehst, so ausgedrückt. Ja. Sich nachreagieren. Und auch zurückschlagen, sich wehren, verstehst du? Du guckst kein Fernsehen. Nein. Wo kriegst du denn die Alltagsneuigkeiten her? Durch die Stadt, durch die Bäckerei. Durch die Bildzeitungsschlagzeilen. Ja. Und halt auch Internet. Ich gucke im Internet ein bisschen nach. Also du weißt, was in der Welt los ist. Ja, klar. Nur nicht aus dem Fernsehen. Ganz genau. Immer wieder rannte die Kuh mit dem Kopf gegen das goldene Band, hemmungslos. Ja. Das goldene Band, das blaue Band vom Meer und das goldene Band, was ist das? Was ist das, das ist das Abendlicht, glaube ich. Abendlicht. Ja. Ich glaube, da geht es doch um Landschaft und Abendlicht. Ja, es ist auch die Dummheit, ne? Dass manche Leute sich immer wieder verzweifelt ins Glück stürzen. Und gar nicht merken, dass sie dumme Kühe sind. Ja. Und noch einmal und schon wieder warf ein guter Gott der Kiefer eine Handvoll Sand vor die Wurzeln. Ein guter Gott, der kommt in deinen Texten überhaupt nicht vor sonst. Ziemlich einmalig. Hein und Klaus. Hein und Klaus kommen auch drin vor. Ja. Wer sind Hein und Klaus? Ach, das ist ja auch wieder Parodie über die Namen. Es ging ja auf einmal, am Anfang sind ja nur zwei Personen, ne? Dann kommen die Damen noch dazu und dann kommen noch mal Personen dazu und auch dann kommt der Moment, wo man gar nicht mehr weiß, hat der das gesagt oder macht der das? Dann wird das immer mehr und immer mehr. Und das ist eine Parodie über dieses immer mehr, dass immer mehr kommen, immer mehr wollen, mitspielen, mitmachen. Und auch eine Parodie über diese Flut an Namen, denen man täglich ausgesetzt ist. Der eine heißt so, der andere heißt so. Dann gibt es einen neuen, der heißt so. Und du weißt, was ich meine. Ich denke ja, dass ich dahinter komme. Ja.
manchmal denke ich so, du suchst den Namen bewusst aus, um so Assoziationen zu machen. Ja, weil das passte gut zum Meer. Ja. Ne? Das ist ja, das, manchmal ist es ja sehr nordisch am Meer. Ja. Und Hein und Klaus, das passt dann gut zum Meer. Und dann wiederum das Gegensätzliche, zum Beispiel der Sumo-Ringer, der dann auf einmal auftaucht. Ne? Das ist dann immer auch... Der Sumo-Ringer, mit wem tanzt der? Oder wie der auch mit irgendeiner Schauspielerin, glaube ich. Oder da hat er was mit Maulwurf, ich weiß es gar nicht. Nee, mit einer Schauspielerin ist das. Ja, Liz Taylor, glaube ich. Ne? Ja, oder? Das ist Liz Taylor. Ja, und die tauschen die Mäntel. Die tauschen die Mäntel mit dem Sumo-Ringer. Und in kurzer Zeit sind sie ganz nackt. Genau, genau. Gerade die beiden. Das muss sein. Wunderbares Bild. Hm. Gruber kaute die Jahreszeit. Ja. Was heißt ja? Wie kann man die Jahreszeit kauen? Das machst du doch den trüben auch. Herbst hin und her. Genau. Kaut und wälzt ihn hin und her, bis er nur noch eine braune, bräunliche Flüssigkeit im Mund hielt. Das ist ein fieses Bild. Ja, aber das kennst du doch bestimmt auch. Warst du noch nie langweilig im Herbst? Und hast dir gewünscht, dass er vorbeigeht? Braun und bräun. Du hast doch auf dem Dorf gewohnt, du kennst das doch. Ja, aber ich habe das jetzt politisch gesehen, so rot und grün in den Jahreszeiten und dann... Aber das sind meine Gedanken gewesen, nicht deine. Das wäre aber auch eine schöne... Ja, ich will dir nur sagen, auf welche Gedanken... Ja. Verstehe, was man als Leser kommen kann, nicht Gedanken, etwas in der Art von Sand in den Augen. Das ist ein wunderbares Bild, vielleicht werde ich das hin und wieder mal zitieren. Gedanken wie Sand in den Augen. Du versuchst das Sand rauszukriegen und deine Gedanken stehen. Ich starte nochmal einen Gedanken, der mir auch gekommen ist. Wenn man etwas aufschreiben möchte, eine Arbeit schreiben muss, dann kann es sehr hilfreich sein, bevor man vor dem leeren Blatt sitzt, einfach zu schreiben. Sich einen ersten Satz zu nehmen und dann weiter zu schreiben. Das habe ich hin und wieder mal in Seminaren ausprobiert, so etwas. Und im Nachhinein kann man dann daraus seine Gedanken sortieren. Mhm. Kann auch herauslesen für sich selbst, was ist denn für dich wichtig? Spielt so etwas bei dir auch eine Rolle hier? Ja. Ich glaube, das ist sogar das Prinzip auch, dass ich so vorgehe. Ne? Ich überlasse mich einfach dem Schreiben. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist genug zu diesem Sachverhalt, dann ist es zu Ende. Und was jetzt in letzter Zeit mehr und mehr dazu kommt, dass ich es überarbeite. Früher habe ich das gar nicht überarbeitet, weil ich das als Dokument, so wie es war, nicht antasten wollte. Und jetzt in den letzten Wochen oder letzten Monaten gehe ich doch mehr dazu, das zu überarbeiten. Zu überarbeiten. Werden wir mal genau. Geht das? Ja, ja. Ja. Es sind 25, 30 Seiten. Wie viele Tage hast du denn da dran geschrieben? 2-3 Wochen kann man sagen, etwa brauche ich für so eine Geschichte. Mit Überarbeiten? Mit Überarbeiten. Aha. Mit, ja. Und wenn du jetzt so schreibst, schreibst du ein Stück, 10 Seiten und dann bist du erschöpft. Wie geht das technisch ab? Das hat sich auch verändert. Am Anfang konnte ich 6-8 Stunden nonstop schreiben. Das war so ganz am Anfang. Dann hast du ein ganzes Heft voll. Ja, ja. Und jetzt verändert sich das. Dass ich vielleicht eine halbe Stunde schreibe und dann ist eine Leere. Und dann warte ich 20 Minuten oder muss warten eine halbe Stunde und dann kommt der nächste Schub. Und dann wird es überarbeitet. Ja. Was heißt für dich überarbeiten? Was genau tust du?
Ja, ich gucke, manchmal gibt es Themen, die wiederholen sich, ne? Ja. Dass ich denke, das hast du doch in einer anderen Geschichte schon mehrfach besprochen, lass das weg oder veränder das. Oder dass ich eine Reihenfolge verändere in den Dingen. Es ist auch so, ich habe ja keinerlei Erfahrung gehabt im Schreiben. Dass ich denke, ach, das hast du jetzt in der Vergangenheit erzählt, das wäre doch eigentlich viel spannender, wenn es in die Gegenwart gekommen ist. Oder ich habe ein bestimmtes Kapitel erzählt als Beobachter, dass ich auf einmal denke, nein, das wäre viel schöner, wenn das als Dialog vorkommen würde. Wenn sich zwei Personen über etwas unterhalten, was das erzählt. Also das sind mehr solche Dinge, wenn ich jetzt überarbeite, ne? Was ich früher halt nicht gemacht habe. Genau genommen, wenn du schreibst, dann denkt es ja in dir. Ja, Und aber wenn du unbewusst, ja. überarbeitest, dann Das ist ein bewussteres Denken. baust du auch den Text bewusst um und er wird ein anderer Text. Ja, er wird klarer oder ja, wird klarer. Wird klarer aus Ja. deiner Sicht. Also Liz Taylor mit dem Namen bringen sie mich auf ganz andere Gedanken. Hast du auch andere Gedanken bekommen gerade, als dir der Name Liz Taylor so unbewusst in den Kopf kam? Kann man doch wahrscheinlich. Oder kann es auch sein, dass du Namen bewusst beim Überarbeiten einfügst? Mit diesen bekannten Personen, das kommt ja öfters vor in den Geschichten. Das ist auch einmal natürlich auch wieder Parodie, aber auf der anderen Seite auch, dass die Geschichten, es gibt ja immer wieder Episoden, wo das Ganze fremd, fremd und noch fremder wird, wo es sich so auch zu verlieren droht. Und damit wieder was Vertrautes hineinkommt in die Geschichte, etwas, was man kennt. Das kann man dann machen, indem man so eine bekannte Person auftauchen lässt. Dann hat das auf einmal wieder Halt. Ja, es Auch wird wenn mehr die... realistisch wird es wieder. Genau, genau, genau. Das Ja. ist also auch vielleicht einfach nur ein Trick, um die Geschichte wieder zurückzuholen in eine Normalität, in Anführungszeichen Normalität oder in was Vertrautes. Weißt du zufällig, ob das beim Bearbeiten reinkam, der Name, oder im durchdacht oder nicht durchdacht? Das weiß ich Weißt nicht du mehr. nicht mehr. Die Sekunden, wie machen sie sich über die Minute lustig? Ja. Sind sie doch viel schneller als die. Ein fantastischer Satz. Ein fantastischer Satz. Er schwieg, sagte, ich leih ihnen gerne meine Flecken, sagte der Zug zur Kuh. Auch so. Kann Logik funktionieren. Normalerweise sagen wir Menschen in so einem Fall, Mensch, da hast du dich verplappert. Aber das bewusst ausgedrückt, das finde ich angenehm als Leser. Ich komme mir vor wie eine Libelle aufgespießt, einen Draht im Leib und geschaustellt unter einem Glas, sagte es. Die Liz sagt das. Die Liz sagt das. Mann. So müssen sich ja manche von diesen wichtigen, wirklich tunenden Leuten vorkommen, wenn sie drüber nachdenken. Sie können nicht weg, sie sind aufgespießt wie eine Libelle. Und das ist ein wunderbares Bild. Liz war ebenfalls schön. Die Darstellung zeigte sie im Alter von etwa 26 Jahren. Es war etwas älter, sie war etwas älter als der Ringer, was aber unerheblich war. Du hast Bilder vor Augen. In der Art ging das Gespräch weiter. Berühmte Leute unter sich. Beim Manteltausch waren beide für einen Moment nackt. So,
Ich könnte jetzt so eine Reihe von solchen schönen Bildern, kommen ja noch sehr oft in deinem Text vor. Und das ist, möchte ich zum Schluss nochmal sagen, für mich der Reiz gewesen und wird auch der Reiz sein, wieder so ein Buch in die Hand zu nehmen und mir Spaß zu machen beim Lesen und beim Durchdenken dieser Bilder. Und ich frage mich jedes Mal, wie mag der Walter dieses Bild gedacht haben? Und dann lese ich manche andere Texte zwischendurch und habe deine Worte im Ohr. Danke fürs Gespräch, Walter. Ich danke dir.